Das ist nicht dagegen treten. Was soll das? Sag dir jetzt mal was. Okay, warum können das nicht alles nur Zufälle gewesen sein? Oh mein Gott. Ja, nichts weiter. Nur Zufälle. Ja, Claire, das ist alles. Ich glaube nicht, dass das Zufälle waren. Das glaube ich einfach nicht. Willst du wissen, was ich wirklich denke, Claire? Ja? Ich denke, du bist eine selbstsüchtige Ego-Schlampe, nichts weiter. Wenn ich 7 Wünsche frei hätte, weißt du, was ich dann machen würde? Ich würde mir Weltfrieden wünschen und eine Heilung für Krebs, aber du hast schon 4 Wünsche aufgebraucht. 5 Wünsche, noch schlimmer. Und trotzdem hast du dir nichts für mich oder June gewünscht, gar nichts. Wir sind deine besten Freundinnen. Ach, komm schon. Ich glaube, dass ich mir ab sofort nichts mehr wünschen sollte. Du solltest sie ganz einfach wegwerfen. Das wäre doch bestimmt das Sinnvollste. Du schmeißt sie weg. Ja. Da steht, wenn ich sie wegschmeiße, werden all meine Wünsche wieder ungeschehen gemacht. Aber wenn du glaubst, dass Menschen durch sie sterben, wärst du dann nicht ein schlechter Mensch, wenn du sie behältst? Ja, mit schlechter Mensch meint June übrigens Psycho-Bitch. Mami? Mit Annabelle lehrte uns John R. Leonetti bereits das Fürchten. Jetzt meldet er sich mit einem neuen Horror-Thriller zurück. In Wish Upon findet Außenseiterin Claire eine geheimnisvolle Spieluhr, die Wünsche erfüllen kann. Wenn die Zuschauer sehen, was diese Spieluhr macht, werden sie entsetzt sein. 7 Wünsche. Mein Fehler. Ich wünschte, Darcy Chapman würde einfach verfaulen. Oh mein Gott! Die böse Macht in diesem Film ist definitiv meine reizende Spielpartnerin, die Spieluhr. Bald schon entdeckt Claire, welche Kräfte die Spieluhr hat und wird davon quasi abhängig. Auch wenn sie merkt, dass etwas Böses damit verbunden sein könnte, ist es schwer für sie, damit aufzuhören, weil sie so viele Vorteile aus der Erfüllung ihrer Wünsche gewinnt. Ich kann mir alles wünschen. Geld. Steigt ein. Was läuft denn hier? Liebe. Ist das wirklich passiert? Es hatten schon andere diese Box. Jeder von denen und alle, die sie liebten, sind gestorben. Für die Hauptrolle Claire konnten die Macher Joey King gewinnen. Mit ihrer mehr als 10-jährigen Erfahrung im Filmgeschäft gehört die 17-Jährige heute zu den weltweit führenden Schauspielerinnen ihrer Altersklasse. Die erste Schauspielerin, an die ich für die Rolle gedacht habe, war sie. Ich habe sie in Conjuring spielen sehen und war fasziniert von ihr. Die Zusammenarbeit war ein Traum. Ich liebe dieses Kind. Sie ist so talentiert und so ein Sonnenschein. Das ist nicht oft der Fall, wenn man schon als Kind Schauspiel hat. Sie ist ganz normal und bodenständig. Wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Ich liebe es, Leute zu erschrecken. Einen Horrorfilm zu sehen ist wahrscheinlich nicht so lustig, aber einen zu drehen auf jeden Fall. Wenn die Musik aufhört, muss der Preis in Blut bezahlt werden. Bei Horrorfilmen hat man nur sehr eingeschränktes Werkzeug, um die Zuschauer zu packen, ihnen die Figuren vorzustellen, ihnen unter die Haut zu gehen und sie dann zu Tode zu erschrecken. Es ist ein Dämon. Was will er? Deine Seele. Ich hoffe, das Publikum wird die grauenhaften Todesarten in diesem Film lieben. Wir haben eine ganz besondere Art, Leute zu töten. Das sind alles Sachen, die rein theoretisch möglich sind. Und das macht mir echt Angst. Es gibt diese eine Aufzugsszene. Sie ist einfach furchterregend. Das ist alles deine Schuld! Wenn man Nervenkitzel liebt, sollte man unbedingt diesen Film sehen. Das wird super. Wish Upon ist ein wirkungsvoll inszenierter, furchteinflößender Horror-Thriller, der nicht nur bei Genre-Fans für gruselig schöne Gänsehautmomente sorgen wird. Mami? Claire, hast du was gefunden? Sieben Wünsche. Mein Fehler. Ich wünschte, Darcy Chapman würde einfach verfaulen. Oh mein Gott!
kann mir alles wünschen. Geld. Steigt ein. Was läuft denn hier? Liebe. Ist das wirklich passiert? Es hatten schon andere diese Box. Jeder von denen und alle, die sie liebten, sind gestorben. Wenn die Musik aufhört, muss der Preis in Blut bezahlt werden. Es ist ein Dämon. Was will er? Deine Seele. Ich wünschte... Ich wünschte... Du kannst ihn nicht kontrollieren. Er kontrolliert dich. Ich wusste doch nicht, dass das alles passieren würde. Was ist denn nur los mit dir?